Ah, die erste Rednerin. Jetzt spricht zu uns eine Vertreterin von No War. Hallo? Ja. Seit dem Angriffskrieg gegen Jugoslawien 1999 beteiligt sich die BRD direkt und indirekt an zahlreichen Kriegen. Aktuell befinden sich etwa 4.800 Soldatinnen und Soldaten im Auslandseinsatz und kontrollieren beispielsweise strategisch wichtige Seewege vor dem Horn von Afrika. In Afghanistan sind derzeit etwa 2.600 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten stationiert. Häufig wird der angebliche Schutz der Menschenrechte als Vorwand für militärische Interventionen benutzt. Tatsächlich geht es jedoch um Einflusssphären, Rohstoffe, Marktöffnung und Handelswege. 13 Jahre Krieg und Besatzung in Afghanistan haben weder Frieden noch Sicherheit gebracht. Stattdessen ein pro-westliches Regime aus korrupten Warlords, steigende Opferzahlen unter der Zivilbevölkerung, zerstörte Infrastruktur, massive Unterernährung und eine sinkende Lebenserwartung. Diese Kriege werden vor unserer Haustüre vorbereitet, propagiert und trainiert. Zum Beispiel im Gefechtsübungszentrum Gütz in der Kollwitz-Letzlinger Heide in Sachsen-Anhalt. Dort wird seit Herbst 2012 eine Übungsstadt mit dem Namen Schnöggersburg gebaut. Es entsteht dort eine Kulissenstadt mit komplexen Großstadtstrukturen für realitätsnahe Übungen von Interventionsstrategien im urbanen Raum von Bundeswehr und NATO-Armeen. Seit einigen Jahren gibt es Proteste und Widerstand gegen das Gütz. Auf dieses Jahr findet vom 17. bis zum 24. August ein antimilitaristisches Camp in der Nähe des Bundesmilitärgeländes statt. Der Krieg beginnt auf dem Gütz, unser Widerstand erst recht. Baustopp für Schnöggersburg und Gütz dicht machen. Um die wirtschaftlichen Interessen der BRD auch militärisch durchsetzen zu können, wurde die Bundeswehr systematisch zu einer weltweit einsatzfähigen Kriegsarmee ausgebaut. Dazu braucht die Bundeswehr Kanonenfutter. Sie wirbt an Schulen, Universitäten und auf Jobmessen, um Nachwuchs zu rekrutieren. Sie dringt massiv in den öffentlichen Raum, wirbt im Fernsehen, im Radio und in den S-Bahnen, U-Bahnen und Bussen. Der Beruf des Soldaten oder der Soldatin wird als eine normale Jobperspektive dargestellt. Es ist jedoch kein Job wie jeder andere, sondern eine Ausbildung zum Töten, im Töten und getötet werden. Wir wollen die Werbeoffensive der Bundeswehr nicht ungestört lassen. Kein Werben fürs Sterben, Bundeswehr abschaffen. Die deutschen Rüstungsexporte boomen seit Jahren. Deutsche Rüstungskonzerne verdienen am Geschäft mit dem Tod. Deutschland ist weltweit der drittgrößte Exporteur von Kriegsgerät. Die größten Produzenten in Deutschland sind Rheinmetall, ThyssenKrupp, die Airbus Group und Krauss-Maffei-Wegmann. Der Krieg beginnt hier, vor unserer Haustüre, wo Rüstungsunternehmen produzieren und ihre Profite machen. Lassen wir sie nicht ungestört ihren Geschäften nachgehen. Kriegsprofiteure sabotieren. Auf den Livestream gehen. Hallo, wie steht's genau? Der Kapitalismus beruht auf Konkurrenz und Profitmaximierung und führt in letzter Konsequenz immer wieder zu Kriegen. Für Rohstoffe, Transportwege und den Zugang zu Märkten wird über Leichen gegangen. Mit dem Kapitalismus kann es keinen Frieden geben. Ein konsequenter Antimilitarismus muss darum auch die bestehenden Herrschafts- und Produktionsverhältnisse in Frage stellen. Lasst uns die Kriege sabotieren, wo sie geplant, finanziert und vorbereitet werden. Kein Frieden mit dem Kapitalismus.